Die Bundeswehr soll ungehindert Zugang zu Schulen und Hochschulen bekommen, fordert CDU-Chef Friedrich Merz. An vielen Universitäten ist Forschung mit sicherheitspolitischem Hintergrund nicht erlaubt. Sogenannte Zivilklauseln verbieten militärisch nutzbare Forschungsaktivitäten. Der Deutsche Hochschulverband zeigt sich nun offen für den Vorstoß. Die Linke allerdings reagiert empört. Soldaten im Klassenzimmer, ein selteneres Bild. Die Zahl von Besuchen der Bundeswehrvertreter in Schulen ist über viele Jahre deutlich zurückgegangen. CDU-Chef Friedrich Merz fordert nun, die Bundeswehr brauche ungehinderten Zugang zu Schulen. Die Idee der Christdemokraten, mehr sicherheitspolitische Bildung und Engagement für die Gesellschaft. Wir haben eher eine Kultur, die der Zögerlichkeit, aber nicht des Engagements, des Mitmachens, der Anstrengungskultur. Und eine sicherheitsstrategische Kultur, die wir brauchen, muss sich auch auf eine leistungsfähige Bundeswehr, die voll finanziert ist, abstützen. Aber dazu brauchen wir auch eine sicherheitspolitische Bildung. Auf über 200.000 Soldaten will die Bundeswehr bis 2031 wachsen. Doch zuletzt waren die Bewerberzahlen rückläufig. Die Truppe kämpft um ihre Sichtbarkeit in der Gesellschaft. Häufiger in Schulen zu werben, stößt nun auf Zustimmung. Ich denke, die Bundeswehr ist ein guter Arbeitgeber und ich denke auch, die können da Werbung für machen. Ich glaube, dass da nicht ganz die ganze Wahrheit dahinter steckt oder erzählt wird, ne, was wirklich da am Ende des Tages passiert, wenn man in den Krieg zieht. Die Polizei beispielsweise geht ja auch in Schulen und macht Werbung für sich. Und ich finde es hinsichtlich dessen eigentlich nur fair, dass dann auch die Bundeswehr die Möglichkeit hat. Doch Lehrergewerkschaften wehren sich gegen mehr Präsenz der Streitkräfte an Schulen. Auch die Linke will Militär im Klassenzimmer verhindern. Es ist nicht ein Beruf wie jeder andere, sondern Soldaten sind natürlich einem besonderen Risiko ausgesetzt. Und deshalb sind wir nicht der Meinung, dass die Bundeswehr die Schulen als Rekrutierungsort nutzen sollte. Auch in der Forschung fordert die CDU mehr Freiheiten. Bisher können Zivilklauseln an Hochschulen militärische Forschung verhindern. Das sei nicht mehr zeitgemäß, so Friedrich Merz. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.